In diesem Videotutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einen Weblog auf UBlogs anlegen können. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, haben Sie zwei Möglichkeiten, um auf das Dialogfeld zum Anlegen eines neuen Blogs zu gelangen. Zum einen können Sie dies über die Top-Navigation, einen Blog anlegen, wählen oder hier über Blogs und dann auch hier auf den Button einen Blog anlegen. Dies tun wir nun. Und Sie sehen hier einen kleinen einleitenden Text und müssen bei Name des Blogs nun angeben, welche URL Ihr Blog bekommen soll. Ich wähle für meine Blog-URL Auxi und als Blog-Titel wähle ich Auxis Welt. Wichtig ist zu beachten, dass Sie die URL nicht verändern können. Den Blogtitel allerdings können Sie jederzeit verändern. Als nächsten Schritt müssten Sie noch angeben, ob Sie von den Suchmaschinen gefunden werden möchten oder nicht. Ich klicke hier an Ja, zeige Ihnen aber in einem nächsten Schritt, dass Sie auch noch weitere Privatsphäre-Einstellungen vornehmen können. Nun klicken wir auf Neuer Blog und bekommen als Ausgabe den Hinweis, dass der neue Blog angelegt worden ist und dass wir ihn unter der von uns gewählten URL erreichen können. Wir klicken jetzt auf diese URL, um uns mal den neuen Blog anzuschauen. Hier sehen wir schon die Standardseite und unseres neuen Weblogs, Auxis Welt. Um hier auf diese Seite Veränderungen vornehmen zu können, um neue Beiträge zu schreiben, um das Aussehen zu verändern, müssen Sie auf das Dashboard, auf die Schaltzentrale dieses Weblogs wechseln. Das können Sie entweder unter Meta über den Admin-Button oder, und das ist die durchaus günstigere Variante, Sie haben die Möglichkeit, über die Top-Level-Navigation jederzeit auf Ihr Dashboard zurückzugreifen. Dafür gehen Sie einfach auf Meine Blogs, auf den jeweiligen Blog, wo Sie hin möchten, und dann auf Dashboard. Klicken Sie auf Dashboard, werden Sie sehen, bekommen wir hier diese Ansicht. Und zwar ist das sozusagen die Rückansicht unseres Weblogs. Das ist die Schaltzentrale unseres Weblogs. Von hier aus, vom Dashboard aus, sehen Sie Statistiken zu Ihrem Blog, das heißt, wie viele Artikel schon da sind, die letzten Kommentare sind, welche eingehenden Links der Blog verzeichnet hat. Und Sie haben auch die Möglichkeit, direkt einen Blogpost hier über QuickPress zu veröffentlichen. Ansonsten finden Sie hier die herkömmlichen Einstellungsmöglichkeiten. Also Sie können Artikel schreiben, Seiten anlegen. Aber hierfür wird es jeweils noch ein gesondertes Tutorial geben. Ich möchte hier in diesem Tutorial jetzt vorrangig noch auf die Einstellungsmöglichkeiten eingehen. Und zwar hier unter Einstellungen zunächst die allgemeinen Einstellungen verändern. Und zwar, wie ich Ihnen eben angedeutet habe, haben Sie die Möglichkeit, den Blogtitel zu verändern. Sie können auch einen anderen Slogan festlegen, zum Beispiel Auxi is King. Sie können festlegen, welches Datumsformat der Blog haben soll, mit welcher Tag die Woche bei Ihnen beginnt. Das ist dann wichtig, wenn Sie eine Kalender-Widget in Ihrem Blog anlegen. Und Sie können hier die Sprache Ihres Blogs verändern. Anschließend klicken Sie auf Änderung übernehmen, damit die Änderungen auch dauerhaft gespeichert worden sind. Nun möchte ich Ihnen noch Einstellungen unter dem Punkt Lesen zeigen. Hier haben Sie die Möglichkeit festzulegen, mit welcher Startseite Ihr Blog beginnen soll. Das heißt standardmäßig natürlich mit den letzten Artikeln. Ein Weblog lebt ja davon, dass regelmäßig neue Artikel dort erscheinen. Deshalb hier in der Standardeinstellung wäre die letzten Artikel. Aber es ist auch möglich, ähnlich eines Content-Management-Systems eine statische Seite festzulegen. Zum Beispiel hier können Sie das dann festlegen. Genau. Ansonsten möchte ich Ihnen noch zeigen den Punkt Diskussion. Hier haben Sie die Möglichkeit, genauestens festzulegen, wie die Standardeinstellungen für Ihre Artikel sind, ob zum Beispiel Pingbacks standardmäßig gesendet werden sollen, ob die Kommunikation, das Kommentieren auf Ihrem Weblog möglich ist
und zum Beispiel auch um festzulegen, ob verschachtelte Kommentare möglich sind. Das heißt, dass jemand direkt auf einen Kommentar innerhalb eines Kommentarstrangs antworten kann. Ich klicke das mal an, weil ich das sehr übersichtlich finde. Gut. Ansonsten haben Sie hier noch die Möglichkeit festzulegen, wie das Erscheinungsbild bei den Kommentaren aussehen soll, also ob hier Avatare angezeigt werden sollen. Wir wählen hier einfach mal die Monster-ID, gehen auf Änderung übernehmen. Und als letzten Punkt möchte ich Ihnen noch zeigen, wie ich es eben anfangs erwähnt hatte, besteht die Möglichkeit, noch andere Privatsphäre-Einstellungen vorzunehmen. Ich hatte ja gewählt, ich möchte, dass mein Blog für jedermann sichtbar ist. Sie haben aber auch die Möglichkeit, klar, diese für Suchmaschinen blockieren, und Sie haben die Möglichkeit, dass der Blog nur für registrierte Benutzer von Uni Bremen Blogs sichtbar ist. Sie können außerdem festlegen, dass nur diejenigen, die sich an Ihrem Blog registrieren oder die Sie zu diesem Blog als Abonnenten hinzufügen, diesen Blog sehen können, oder dass der Blog nur gesehen werden kann von Administratoren. So viel zu den Grundfunktionalitäten eines Weblogs, beziehungsweise wie Sie sich einen Weblog anlegen können und wie Sie die ersten Einstellungen vornehmen. Ich würde Ihnen vorschlagen, einfach drauf loszulegen. Viel kaputt machen kann man an einem Weblog nicht. Deshalb schauen Sie sich die Funktionen an, testen Sie sie und schauen Sie selbst, welche Veränderungen sich dadurch ergeben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.